Vorhin hatte ich das Gefühl, dass ihr beide ein schlechtes Gewissen habt. Ich würde dir nie was wegnehmen. Wirklich. Niemals. Das ist der Vorabdruck des Artikels. Echt? Ich wusste es. Kannst du mir das mal erklären? Nein, also ich mir das hier so genau angucke, ich komme hier eigentlich kaum vor. Die tun so, als wärst du seine Muse. Ja, ich find's klasse, wenn sie es so kurzfristig noch einrichten können. Marlene denkt, wir haben einen beruflichen Termin. Also, falls du ihr über den Weg läufst, pst. So, da sind wir auch schon. Und ich bin mir ganz sicher, dass Rebecca von Lahnstein auch gleich